Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Pete, und zwar zur ganz, ganz späten Stunde am späten, späten Sonntagabend. Ich bin gerade so geschmeidige 200 Kilometer mit dem Auto gefahren. Jetzt wird es nochmal Zeit für ein Röntchen Skyrim zum Entspannen, bevor es ins Bettchen geht. Das ist ein optimales Spiel dafür eigentlich. Wobei eigentlich auch wieder nicht. Weil dann hat man wieder diese Sache von wegen, ah, das möchte ich noch machen und das. Ja, jetzt aber nur noch das kurz. Und dann verschiebt sich die Schlafensgehzeit dann doch erheblich in eine Richtung, in die man eigentlich gar nicht wollte. Ach ja. So, mein erster Plan ist jetzt, falls ich mich recht entsinne, Sachen zu verticken, ja. Ich habe mal gerade gesehen, bei der Gewichtsangabe, da muss was passieren. Ja, bla bla. Das Schöne ist, es ist mittlerweile nicht mehr so warm. Das heißt, man kann jetzt ohne große Probleme nachts aufnehmen. Das ist schon mal ganz gut. Weil Fenster zu ist halt eine Voraussetzung, um die Nachbarn nicht zu stören, logischerweise. Und das funktioniert ja nicht so gut, wenn es so richtig heiß ist. So, auf zum Drunken Huntsman, der irgendwie immer aufwacht. Oh, ich glaube, wir sind in Level gestiegen. Hab ich in der letzten Aufnahme etwa das nicht erhöht? I'm sure you'll find. Yes? Yes? Take a look. Take a look. So, was können wir denn verticken? Das Ancient Nord Greatsword können wir verticken. Der Bogen macht 8. Der macht 11. Dann können wir den auch verticken. Davon haben wir 2, können wir auch 1 verticken und das können wir auch verticken. Wir verticken, verticken, verticken. Weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir. Ja, mit Schild spielen wir ja nicht, also auch da weg. Und das heißt, wir müssten jetzt eigentlich deutlich besser dastehen, was unsere Gewichtssachen angeht. 244 trotzdem, noch ohne dass wir überhaupt irgendwas dabei haben. Was, glaube ich, primär daran liegt, dass wir so Dragon-Sachen noch haben. Die sind ja auch mal, guck mal, das sind ja allein schon 45, wenn ich jetzt richtig rechne. Das stinkt natürlich hart. Aber ich wollte noch mal kurz was nachgucken, und zwar, wie es aussieht. Wir haben Backleft und Backright. Und schau doch mal, ob wir mittlerweile genug Leder gesammelt haben, um da noch ein paar mehr Taschen zu basteln, dass wir nicht in diese Problematik reinkommen. Erstmal hier hingehen. Leder überhaupt herstellen? Ja, ja, ja. Ah ne, da bin ich jetzt ja auch falsch. So ist richtig. Leder, Leder, Leder. Ja, komm, machen wir mal ein paar Strips. So, Back Left, Back Right haben wir. Dann machen wir jetzt mal Front Left. Und das war's auch. Damn it. Wir müssen mehr Wölfe killen gehen. Aber trotzdem, immerhin. Ja, mit der Zeit wird es mehr werden. Jetzt haben wir ja auch schon wieder 50 Carrying Capacity mehr. So, jetzt muss ich mal kurz einen Überblick darüber schaffen. Find the Redguard Woman, das ist uns egal. Ach, wir waren noch nicht bei Yarl. Beim Yarl. Hä? Was ist das denn? Haben wir da nicht letztens gespeichert danach? Report back to Yarl. Das ist ja komisch. Entweder mein Gedächtnis ist jetzt gerade total daneben. Oder wir haben echt mit dem, oder wir haben mit dem schon gesprochen und der hat das irgendwie nicht gespeichert. Beziehungsweise ich habe danach nicht mehr gespeichert. Das wäre natürlich dann auch richtig genial, wenn ich die Aufnahmesession beende und danach nicht mehr speichere. Das ist immer maximale Intelligenz. Ja, das kann echt nicht wahr sein. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich hatte es auf jeden Fall. Immer weit weg. Nur sehr entspannt. Auf zu Dragon's Reach und dann nochmal mit dem Jahr reden, denn wir wollen natürlich unsere Belohnung haben. So geht das ja nicht. Ich werde jetzt natürlich die ganze Gesprächssache etwas abkürzen, weil ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass wir das schon mal erledigt haben. Komm, jetzt lass mich da rein. Jetzt musst du hier nicht so viel laden. Ist nur ein Gebäude im Grunde. Okay, ist ein großes Gebäude, aber trotzdem nur ein Gebäude. So. You're finally here. All's been waiting. So, what happened at the Watchtower?
Was the dragon there? Jo. I knew I... Huch. You heard the summons. What else could it mean? Ja, ich bin der Dragonborn. Ich habe Power absorbt. Greybeards. Deine Mutter stinkt nach Magial. You've done a great service for me and my city, Dragonborn. Ich weiß, ich bin ein geiler Typ. By my right as Yar, I name you Thane of Whiterun. Dankeschön. It's the greatest honor that's within my power to grant. I assign you Lydia as a personal house card. Oh, nehmen wir die eigentlich mit? Das können wir eigentlich probieren, oder? As your badge of office. I'll also notify my guards of your new title. Doch, das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Wouldn't want them to think you're part of the common rabble, now would we? Ich kann das nicht vernünftig überspringen hier. We are honored to have you as Thane of our city, Dragonborn. Didn't you hear the thundering sound as you returned to Whiterun? That was the voice of the Greybeards. Ach so, ihr seid schon fertig mit mir. Ja, sag mal, wie viel kostet das denn überhaupt hier ein Haus? Wobei, ich will hier, glaube ich, gar kein Haus. Wie viel habe ich denn? 3800, das dürfte eh zu wenig sein. Ich will ja nicht hier ein Haus, ich will natürlich dann in meiner, in Windham quasi ein Haus. So, du bist hier. Jarl has appointed me to be your house, Carl. It's an honor to serve you. Das ist sehr nett von dir, Lydia, dass du das sagst. Was bedeutet das überhaupt, Thane? The Jarl has recognized you as a person of great importance in the Hold. A hero. The title of Thane is an honor. A gift for your service. Guards will know to look the other way if you tell them who you are. Das finde ich ja auch so witzig. Erstmal, du kriegst irgendwie so einen Ehrentitel und dafür werden die Wachen dann in die andere Richtung gucken, falls du gerade irgendwas Böses machst. Das ist ja total bescheuert. So, folgt mir mal. So, jetzt haben wir natürlich als nächste Quest die Graubärte, aber ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt. Da kriegt man halt, wie gesagt, den Shout, aber die Graubärte sind halt auch irgendwie jetzt nicht so die spannendste Quest vor dem Herrn. Deswegen machen wir da eher was anderes. Diese ganze Sache mit Ulfric ist noch recht spannend, muss ich sagen. Also ich habe auch ein bisschen in den Kommentaren von euch gelesen, dass es halt echt ein Arsch ist auch, was ich bisher noch nie so richtig wusste. Ich meine... Mir kam es jetzt ehrlich gesagt in den Gesprächen eher so vor, als wäre er noch so einer der wenigen, der versucht hat, das ein bisschen rationaler zu sehen. Aber gut. Also ich gehe jetzt nur von dem Wissen aus, den mein Charakter quasi hat. Und wenn wir uns so jetzt selbst in die Scheiße reiten, dann ist dem halt so. Dann müssen wir auch die Konsequenzen daraus ziehen. Im größten Notfall werden wir nachher aufgrund unseres Schwurs zu Dingen gezwungen, die wir nicht unterstützen, wodurch sich eine innere Zerrissenheit ergibt. Die an unserem Lebenswillen nagt. So, jetzt aber nochmal richtig schauen. The Way of the Voice, das brauchen wir nicht. Das ist mir gerade Wurst. Find the Red God Woman ist mir auch Wurst. Was ist das denn? Achso, die goldene Klaue. Ne, der kriegt er ja wie gesagt nicht. Kann man die Sachen dann automatisch irgendwie... Ne, kann man irgendwie nicht. Das heißt, das wird mir jetzt ewig da drin hängen. Super. So, Windhelm is plagued by a shadowy killer. I've been asked to help investigate the latest... ja genau, das war die Mördergeschichte. Das ist natürlich spannend. The Jagged Crown. Ach genau, das war quasi die Sache, die wir für Ulfric machen mussten. Das ist eine Mod. Ach, das sind die Sachen. Ja, das ist... Ich würde sagen... Wir beschäftigen uns mal mit dieser ganzen Mördergeschichte. Das würde mich mal interessieren, ehrlich gesagt. Talk to your life. Das wäre dann ja logischerweise in Windhelm. Genau. Sogar im Palace of the Kings, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Not believe holds that the honored dead live forever in Sovngarde. Achso, jetzt verstehe ich den Satz erst. Also der nordische Glauben ist quasi, dass die Leute, die sich vernünftig verhalten haben im Leben und dann sterben, dass die dann in einen heiligen Bereich kommen und ewig leben. Dieser Bereich heißt Sovngarde. Zumindest in der englischen Version. In der deutschen weiß ich es nicht mehr, ehrlich gesagt. So, aber bevor wir jetzt hier irgendwas machen, wir dürfen hier ableveln. Nochmal in Stamina investieren halte ich für eine gute Idee. Was wollte ich denn noch machen? Eigentlich wollte ich nochmal Armor. Was ist denn das? Ich hab's übersehen. Da. Hier darf ich nicht. 25% Armor Bonus if wearing all. Ja, das haben wir ja eh vor. Also halte ich das eigentlich für sinnvoll. Was war das links nochmal? Ne, das ist scheiße.
Mach doch mal well fitted. Kann ich nicht. Hä? Wieso nicht? Ich drück drauf, ohne Scheiß. Oder haben wir das schon? Ich weiß es nicht. Ich konnte es gerade nicht auswählen. Was ist denn da los? Ah, wir müssen unbedingt noch smithen. Da muss ich nochmal gucken, was ich habe und davon ein paar Sachen machen. Können wir denn noch was in Two-Handed hier gerade? Oder noch in Restoration sollten wir ja auch nochmal ein bisschen häufiger benutzen auch. So, haben wir es denn? Restoration. Cast Novice Level Restoration Spells for Half Magicka. Klingt ja auch nicht so falsch, wenn man sich darüber so heilt. Lass das mal machen. So. Jetzt schauen wir nochmal, was der hier zu sagen hat über diese ganze Mördergeschichte, dieser Your Life. Was geht, ey? I'm not much of a strategist, but Lord Ulfric listens to my counsel all the same. Was machst denn du überhaupt für den Jarl? For Ulfric? Well, nothing official. Known him for years. He seems to value my thoughts, and I'm grateful for that. I don't really have a mind for war, and I think he likes having an untrained opinion from time to time. Das klingt ja gar nicht so uninteressant. Ich habe was über diese Mörderei gehört. These are difficult times indeed, when men stalk their brethren like beasts. My men are stretched thin as it is. If you offer your aid, I gladly accept. The guards will be told to assist you as necessary. I'm happy to lend a hand as much as I can as well. Ja, cool. If you have any news of the Western Holds, take it to Ulfric immediately. Was kannst du mir über Windhelm sagen? Grew up here. Cold as at Mora, but that just grows the beard thicker. Lot of history in these walls. We're trying to make some more. It's a lucky time to be alive. Gerade noch gesagt, dass die Zeiten eher so tricky sind. Travel safely. Das verwirrt mich jetzt. Get assistance from your life. Wie soll ich denn jetzt von dem Assistance bekommen? What happened to those women? Na, erst nochmal die Crime Scene genau untersuchen. Wir sollten jetzt mal einen auf Columbo machen. Erstmal jetzt ein bisschen rumschnüffeln. Dann mal angucken. Also ein bisschen befragen, so ganz oberflächliche Sachen. Und dann quasi gehen. Beim Gehen sich nochmal umdrehen. Und eine Frage hätte ich dann aber noch. Und dann mit der Frage entsprechend alle voll cashen. So, schauen wir uns das doch mal hier ganz genau an. Schkuke. The Greybeards have summoned the Dragonborn to High Hrothgar. Such a thing has not happened for hundreds of years. Ja, das ist uns mittlerweile klar. Ich bin halt auch die geile Dragonborn-Sau. Aber gerade geht's doch mehr um diesen Mord, oder? Lieber Windhelmgard. Denn der Yorlife, der hat mir erlaubt, bei der Investigation mitzuarbeiten. Bam. Alright then. I noticed the trail of blood leading away from here. Helgurd's taken the body into the Hall of the Dead to prepare for burial. She's a little crazy, but if she knows anything, it's dead bodies. Ach, stimmt, ja. Das ist ja ganz subtil. Gut, dass uns die Questanzeige sowieso schon den Weg gewiesen hätte. Ach du Heilige, wie dunkel ist das hier denn? Unheimlich. Ah, hier. Wo habe ich nicht noch eine Fackel? Yes. Hallo, Helgrid. Helgurd, meine ich. Large diagonal cut from left shoulder. Hast du irgendwas Sonderbares über diesen Körper herausgefunden oder bemerkt? Well, she's dead. No. But I guess that's not unusual, at least not for somebody in here. I mean, someone who's not me, that is. Die ist eine ganz witzige. Sorry, was only joking with you. Okay, und zurück zum Körper? Oh yes, right, of course. The only unusual thing is the shape of the cuts. They look like they were made with, well, the ancient Nords used these kinds of curved blades when they embalmed their dead. I don't know who in Windhelm would even have something like that. Other than me, of course. Du bist also jetzt Hauptverdächtige. Dumm gelaufen.
Warst du es vielleicht? I'm too busy tending to the dead to spend my time making more of them. And I wouldn't very well tell you about the cuts if I had made them, now would I? Now, I really got to get back to the body. Lot of work to prepare her for the grave. Ach du heilige Scheiße. Susanna the Wicked. Wicked, 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 wicked. Large diagonal cut from left shoulder. Ja, das ist jetzt natürlich, was hat uns das denn jetzt an Informationen gemacht? Irgendwie, ja, alter Nord, herzlichen Glückwunsch. Davon gibt es hier, glaube ich, ein paar in dieser Stadt. Wir sollen hier weiter investigieren. What could it mean? All right, I noticed the trap. Helgurd's taken the body into the Hall of the Dead. Damn it! Gib mir weitere Informationen. But if she knows anything, it's dann gehen wir doch nochmal zu Your Life. Und nimm mal die Fackel da weg. Nein, Fackel da. Ach so. Die Fackel ist nicht gleichzeitig eine Waffe, verstehe. Okay, lass nochmal zu Your Life gehen und gucken, was der zu sagen hat. Hui, Palace. Hui. I'm not much of a strategist, but Lord Ulfric listens to my counsel all the same. Also geil, jetzt hänge ich hier also fest schon bei der Quest. Das ist natürlich richtig gut. Examine the crime scene, get assistance from Your Life. Ja, aber Your Life will mit mir nicht reden, die Sau. For Ulfric, he seems to. I don't really have a mind for war, and I think he likes having an untrained opinion from time to time. Und offenbar haben wir den Tatort auch noch nicht gut genug untersucht, um da schon eine Beendigung der Quest zu erkennen. Das ist ja blöd. Jetzt hänge ich hier voll fest und weiß nicht, wie es weitergeht. Schauen wir uns das doch nochmal genauer an. Vielleicht fällt uns ja noch was auf. It's true, isn't it? A dragon has attacked Whiterun. How could mere men bring down such a beast? Ja, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Ich sehe ehrlich gesagt nichts. Muss ich sagen. Ich sehe nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Geht das Blut denn noch woanders hin? Oh ja, interessant. Geht das Blut hier noch hin? Da ist noch Blut. Hier ist noch Blut. Ja, meine Fackel ist ausgegangen. Ist hier noch zufällig Blut? Ne, oder? Hier links eventuell Blut. Gucken wir nochmal weiter geradeaus. Hier ist noch welches. Hier ist auch nochmal welches. Hier. Hier? Aha! Er ist denn Herr Shirim. Vor allen Dingen, wieso ist jetzt die verkackte Tür zu? Kann ich theoretisch jetzt Your Life davon unterrichten und der gibt mir irgendwie quasi einen Key oder so? Probieren wir das doch mal aus. What is it? Ich bin hier gerade einen Mord am Aufklären, Kollege Turnschuh. Bleib mal geschmeidig. Nicht so unfreundlich.